So, dann herzlich willkommen zur neuen Börsenwoche das Live-Trading-Video bzw. Godmode Trader TV funktioniert anscheinend wieder. Und somit kann man nun auch jetzt wieder live gehen. Das hat ja am Freitag nicht funktioniert. Zum DAX am Wochenende. Stunden mal mit dem herumgeärgert, aber jetzt nicht so ein eindeutiges Setup wie in der letzten Woche halt gefunden. Muss man auch akzeptieren, dass es nicht jede Woche ja recht eindeutig oder recht eindeutig verlaufen könnte. Das sind ja alles nur Wahrscheinlichkeiten. Fangen wir mal mit dem Dow Jones an oder schauen wir erstmal die Kursliste an. Da ist eine Volkswagen, ganz unten eine BASF. Eine Deutsche Bank gibt es Gewinnmitnahmen und auch bei BMW oder Daimler, die stehen heute minus. Zum Dow Jones Index, wie auch gestern bzw. heute Nacht im Video erwähnt, wurde ja das Verkaufslimit nahezu punktgenau erreicht, also auch zwei Punkte drüber. Dürfte auch jeder, der dieses Limit so reingesetzt hat, auch wegen Spreads oder sowas, eben auch ausgeführt sein. Und bislang bleibt aber der Stopp hier oben. Auch das zweite Verkaufslimit bleibt noch aktiv. Sollte sich jetzt hier aber nochmal eine erneute Abwärtsbewegung sofort Richtung 16.860, sage ich mal, erfolgen. Der Stopp war ja etwa bei 200 Punkten. Dann werden hier an dieser Marke 16.860 eine Teilgewinnmitnahme getätigt. Auch hier sind eben die Muster nicht im Prinzip eindeutig, wo die Reise eben hingehen könnte. Diese Trompete könnte hier schon noch aktiv sein, dann werden wir hier sehr deutliche Kursverluste erleben, sollte hier die Unterkante angelaufen werden, aber soweit bzw. auf das Szenario setze ich nicht. Spätestens, wie glaube ich hier schon erwähnt, ist hier der EMA 200 im 4-Stunden-Chart irrelevant, also 16.500 Punkte rund. Sonst wäre jetzt hier noch nicht investiert, ist eher auf ein neues Hoch noch eventuell warten. Auch hier sieht man, dass heute früh oder beziehungsweise jetzt in der letzten Handelsstunde noch ein Tief unter dieses erfolgte. Kann sich also jetzt hier leicht nach oben absetzen. Eventuell ist jetzt hier eine Bewegung zu Ende. Und ohne dass es eben jetzt auch ein neues Hoch gibt, könnte sich jetzt hier die zweite Welle dann nach unten ausdehnen und wie gesagt dann ab 16.860 wird eine Gewinnmitnahme dann erfolgen, sollte es der Fall sein. Im DAX habe ich jetzt hier nun eine neue Kaufzone festgelegt. Ideal wäre jetzt hier ein Rücklauf an 9.608. Diese Marke hier kann auch an der Oberkante 9.650 vielleicht schon drehen oder eben auch nochmal 100 Punkte tiefer. Deswegen habe ich jetzt hier das Mittel genommen. Aktiven Kauflimit ist noch nicht gesetzt, da eben auch noch kein Stopp da ist. Muss man eben sehen, wie sich die Muster bis dahin sich ergeben. Aber in dem Bereich kann ich mir eine Long-Position dann nochmal vorstellen. Tageschart, ja, ist eben nach den Arbeitsmarktzahlen jetzt nicht ganz ein Doji, aber halt eine mögliche Umkehrkerze schon entstanden. Somit wären auch Shorts mit dem Limit hier bei 9.900 auch denkbar, aber wie erwähnt, schaue ich eher nach einem Long-Einstieg.
So, kommen wir zu den noch laufenden Setups. Hier beim australischen Dollar, US-Dollar. Ja, kommt ein bisschen unter Druck. Allerdings bei Weitem noch nicht an irgendeine, ja, Kaufmarke hier, das ist nochmal, oder beim Rücksetzen auf eine andere Kaufmarke, ja, 90737 vielleicht, hier an der EMA 50 wäre hier vorstellbar, oder eben nochmal tiefer 0733, wenn es bis dahin nochmal einen Rücksetzer geben sollte. Sonst läuft es hier gut. Beim Euro gegen Pfund, da kommt jetzt der Stopp direkt hier hin. Oder machen wir einfach eine Schnapszahl draus, direkt bei 0,7777. So. Dann wären das jetzt hier rund 70 Pips vielleicht Verlust. Aber auch hier konnte ich mir eben hier nochmal ein Hoch vorstellen, und hier wurde ja nur mit minimal eingestoppt. Deswegen so richtig gefällt mir das nicht, eben seit Anfang schon nicht. Dieses Setup kommt jetzt dann weg. Pfund gegen Yen. Kommt jetzt hier ein größerer Rücksetzer, der dann wieder auf 160 vielleicht enden könnte, nochmal leicht nach oben. Und dann nochmal Richtung neue Tiefstände. Bei US-Dollar, kanadischem Dollar, da habe ich ja erwähnt, hier muss es jetzt heute definitiv mal irgendwas Bullisches kommen. Sonst wird man hier ausgestoppt. Beim Euro-kanadischen Dollar läuft hier dieses gestrichelte Setup dann. Es darf jetzt kein neuer Tiefkurs kommen. Sonst wäre hier das Szenario eben auch ausgestoppt. Man könnte jetzt den Stopp eben leicht nach oben setzen. Ja, rund 150 Pips Risiko wären das jetzt hier dann. Zu Silber würde man die Verkaufslimit, wurden am Freitag ausgeführt, rund 800 Pips. Und hier sollte sich jetzt hier kein neues Hoch ergeben, wird beim Rücksetzer dann der aber sich deutlich unter dem letzten Verkaufslimit, das andere Limit lag glaube ich 1562, was aber deutlich darunter liegt, wird dann hier Silber nochmal eingekauft. Aber jetzt hier, auch wenn es jetzt hier direkt auf neue Höchststände geht, dann kann man sich mit dem schönen Gewinn innerhalb von einer Woche, ja, Monstergewinn, zufrieden geben. Und man muss da nicht nachtrauen. Gold ist ähnlich, kann hier direkt durchziehen, die Muster würden es hergeben. Allerdings werde ich jetzt hier auch nicht auf den fahrenden Zug aufspringen. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später wieder. Danke.